Wer ist dein Bruderherz? Mein Bruderherz ist Julian Brandt. Der spielt bei Bayer Leverkusen und unter anderem bei der Nationalmannschaft. Okay. Was fühlst du, wenn du das so aussprichst? Was ist das für ein Gefühl? Es ist schon was Großes, vor allem Nationalmannschaft, weil wir früher eigentlich immer zusammen vorm Fernseher saßen und Deutschland geguckt haben. Und ja, ich habe das ja schon in der Jugend begleitet, in den Jugendmannschaften, und da war es ja schon was Großes. Und ja, jetzt in der Nationalmannschaft, das war ja nochmal ein Riesenschritt, ist es natürlich was Großes. Und ja. Gab es bestimmte Spiele, wo ihr die Poster von hängen hattet im Zimmer oder wo ihr einfach die größten Fans waren? Dieser Spieler. Ich glaube, Bühren, der hatte sein ganzes Zimmer sowieso voller Poster. Ja, sei es Ronaldo, Messi, also die ganz Großen früher schon. Aber ich glaube, sein Vorbild, es ist aber auch schon mittlerweile bekannt, war Diego bei Werder Bremen damals. Das war so sein Vorbild. Und dein? Mein Vorbild? Ich hatte kein Vorbild, kein Fußballer-Vorbild in dem Sinne. Sondern? Auch keinen anderen. Also ich war da... Musiker, Schauspieler? Auch nicht. Comic, also da kam ja... Es gibt ja auch trotzdem Pikachu oder... Nee, da war Julian auch eher so der Anime-Fan, sag ich mal. Sei es Dragon Ball Z oder Naruto oder keine Ahnung. Da habe ich dann eher nicht zugeguckt. Da war eher so der Typ, aber Vorbild, keine Ahnung. Natürlich waren es halt die großen Namen wie Ronaldo und Messi, wo man dann halt hochgeguckt hat und wo man dachte, okay, das sind jetzt die Weltspieler. Ich hatte kein Vorbild. Aber gerade wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen, war da auch irgendein deutscher Spieler dabei, der wundernswert war? Früher oder mittlerweile? Ja, also früher vor allem. Also weil du hast irgendwie die ganzen internationalen Namen aufgezählt, aber es wird doch sicherlich auch einen deutschen Spieler gegeben haben, den man immer dachte so, hey, wow. Gab es nicht. Okay, das ist eine kleine Ansage. Also natürlich, es gab große Namen wie Schweinsteiger, die jetzt mittlerweile auch schon im Alter sind, wo man, wie die ja auch jahrelang gespielt haben, auch Fußball-Weltmeisterschaft. Und wenn man die sieht, dass sie mittlerweile immer noch dabei sind, oder sei es Lukas Podolski, der noch ein Spiel mit Julian zusammen gemacht hat, nämlich sein Abschiedsspiel, dann ist das schon was Großes, vor allem wenn er früher Poster im Zimmer hatte. Und dann auf einmal nochmal mit dem zusammenspielen kann. Glaube ich schon, dass es auch für ihn was Großes ist mit so großen Spielern. Und dass er sich bei solchen Spielern auch viel abguckt. Und ja. Denkst du, also wenn ich das beobachte von außen, wenn jemand sehr jung ist und jemand schon älter ist als Spieler auf dem Feld, dass man körperlich da, manchmal geht es ja auch um Masse oder der Körper entwickelt sich ja auch noch weiter, dass es dann eine Unterlegenheit gibt, wenn man jünger ist, oder ist es eher die Sicherheit auf dem Feld, oder glaubst du, dass es etwas ist, was nie aufhört? Körperlich als junger Spieler hätte ich jetzt nicht gesagt, dass du direkt unterlegen bist. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Kanten. Ich kenne jetzt zum Beispiel Jonathan Tah. Ich glaube, es ist ziemlich schwer, an dem vorbeizukommen, obwohl er auch jung ist. Julian macht es da eigentlich auch mittlerweile ganz gut. Das ist jetzt nicht der Typ, der jetzt direkt jeden Zweikampf sucht. Aber ich würde nicht sagen, dass er da unterlegen ist. Klar musst du als junger Spieler auf deinen Körper achten und musst ihn auch gewisserweise aufbauen, dass du da sozusagen mitschwimmen kannst. Aber nicht unterlegen. Wie war denn dein Erlebnis? Wie hast du es in der Jugend empfunden? Also da war Fußball im Leben von deinem Bruder. War es dann für dich irgendwie klar, so dass er gesagt hat, hey, Johannes, komm mal mit, lass uns mal zusammen schießen gehen, ein bisschen Pässe spielen oder was auch immer. War das so? Das war tatsächlich so, was, glaube ich, in unserer Kindheit oder in unserer Generation noch positiv war, dass wir eigentlich von morgens bis abends draußen gespielt haben. Beziehungsweise wir hatten halt vor der Haustür direkt so eine Wiese. Und dann war es halt so, dass es abends oder bis abends halt 40 Leute auf der Wiese waren. Und sowas gibt's heute eigentlich gar nicht mehr. Das ist halt eigentlich schade, aber wir haben halt immer vor der Tür gekickt, sag ich jetzt mal. Bis wir halt reingerufen worden sind. Und dann sind halt alle reingegangen. Und
Nee, wir waren schon halt oft zusammen kicken. Eher auch mit Freunden zusammen und ja, ich wollte mal, ich sag mal, bei den Älteren immer mit dabei sein und ja, so war das dann auch. Aber hast du, also habt ihr beide, also nicht nur Julian, sondern auch du, habt ihr auch andere Sportarten ausprobiert? Oder war das immer klar, dass es Fußball ist? Ich glaube, Julian war immer beim Fußball. Ich war früher Torwart beim Fußball, hab dann Handball gespielt. Bin dann wieder zurück zum Fußball als Spieler, als Feldspieler und ich war dann da bis zur U17 und das waren so meine Sport. Ich glaube, ich habe früher mal noch Judo gemacht, aber das war nur so ein Schnupperkurs, aber Jürgen war da im Gegensatz konzentriert beim Fußball und ich war dann derjenige, der, glaube ich, vieles ausprobiert hat und ja. Ist ja nicht schlimm, oder? Nö. Es war okay. Das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, glaube ich, dass Julian gerade momentan, ich weiß nicht, wie lange der das jetzt durchzieht, aber das Golfen für sich entdeckt hat. Und da ist der gerade ein bisschen motiviert, aber mal gucken, wie lange das anhält. Ja, vor allem zeitlich, oder? Also wenn man, ich meine, der hat schon einen engen Zeitplan, oder nicht? Training, Spiele? Würde ich jetzt nicht sagen. Also er hat schon oft Training oder beziehungsweise jeden Tag Training, manchmal sogar zweimal. Aber wenn du halt mal vor dem Training oder nach dem Training mal eben eine Runde golfen gehst, ist das, glaube ich, schon so ein gewisser Ausgleich für ihn. Oder eine gewisse Ruhe, die man braucht. Und da finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, schön. Gehst du da mit? Ich war bisher einmal mit, aber ich war da nur daneben, beziehungsweise ein paar Fotos gemacht. Aber ich habe an ihm gemerkt, dass es eigentlich nicht so einfach ist. Zumindest sah es bei ihm so aus. Aber ja, eine Übungssache. Das ist eine Übungssache und ich glaube, der macht das auch. Aber hast du das Gefühl, dass du einfach ein anderes Wesen bist, dass du gar nicht so sehr da eintauchen wolltest? Also ich meine, du hast ja schon noch eine Weile gespielt, oder nicht? Ich würde über mich selber eigentlich sagen, dass ich jetzt nicht in einem gewissen Bereich komplett talentiert bin oder mich direkt da drin fokussieren möchte. Ich glaube eher, dass ich ein Typ bin, der ganz viel ausprobiert, sei es Sportarten oder anderes, und halt in jedem Gebiet gut bin oder schon gut bin. Und ich glaube, dass es dann im Gegensatz zu Jürgen schon anders ist, dass er dann halt im Fußball ein Talent ist, aber halt alle anderen Dinge, ja, alles ein bisschen schleifen lässt. Schule auch? Bei ihm? Mhm. Er war sehr faul. Er behauptet zwar heute, er hätte noch ein Abitur schaffen können. Ich glaube, der hat nur einen erweiterten Realschulabschluss. Aber ich weiß nicht, ob das nur große Töne sind oder ob der, weiß ich nicht. Ja, aber spielt das noch eine Rolle? Also ich meine, wenn man so klar ist in dem, was man machen will, ist es dann richtig noch, das Abitur anzuhängen? Also, das ist schwierig. Du hast ein Abitur gemacht? Ich mache gerade mein Fachabitur in Mediengestaltung und würde aber sagen, dass es einerseits schon wichtig ist, weil du halt nie weißt, wie sicher du in dem Beruf Fußballer bist. Das heißt, du hast eine gewisse Absicherung erstmal. Allerdings, wenn du einen gewissen Punkt erreichst, würde ich sagen, spielt das eigentlich erstmal keine Rolle mehr, ob du ein Abitur hast oder nicht. Für mich ist das eh eine reine Lernsache, Abitur. Du musst dich halt dahinter hängen, du musst halt schon einen klaren Kopf haben, aber sonst finde ich das jetzt kein Weltwunder. In welchen Bereichen hast du dein Abitur? In Gestaltung, Medien, Kunst und Design. Hast du schon eine Idee, wo es für dich hingeht in den nächsten, wir können es ja begrenzen, in den nächsten 5 Jahren? Also generell erstmal der Bereich Medien, der ist halt riesig. Ich hatte Tage oder Wochen, wo ich überlegt habe, ein Filmstudium nach dem Abschluss anzufangen. Habe auch schon ein bisschen rumgeguckt. Ja, Fotografie ist halt auch noch so eine Sache, aber es sind halt große Bereiche. Und am besten ist es, wenn man das irgendwie alles so ein bisschen kombinieren könnte. Wo es jetzt genau hingeht, da habe ich mich noch nicht festgelegt und das ist auch erstmal gut so. Ja. Also ohne Wertung ist ja nur eine Frage. Es gibt ja Leute, die ganz konkret sind. Nee. War ich noch nie so der Typ. Ich bin dann einer, der etwas schnell entscheidet und das auch schnell umsetzen will. Und dann ist das so, aber nie einer, der jetzt sagt, gut, ich mache in einem Jahr das und das und von daher, ich möchte mir auch nicht 3 Jahre lang irgendwo eine Ausbildung binden lassen, wo ich nicht weiß, okay, das ist wirklich jetzt meins. Von daher sehe ich das erstmal. Das kann man ja vorher eigentlich auch nicht wissen. Eben. Von daher bin ich jetzt erstmal
auf dem Stand, dass ich viel ausprobieren will, viel Erfahrung sammeln will, bisschen filtern kann, okay, was passt nicht. So, daraus schließt sich ja dann letztendlich, was letztendlich eigentlich zu einem passt. Und das ist jetzt erstmal so mein Stand. Das klingt gut, oder nicht? Hast du mit, also in eurer Beziehung, er war ja der große Bruder, dann gibt es noch einen kleinen Bruder, der große Bruder ist dann irgendwann aus dem Haus, weil er eben speziell trainiert worden ist und auch speziell trainieren musste. Mhm. Wie war der Moment für dich, als er das Haus verlassen hat? Warst du dann der große Bruder? Hast du dich mal kurz so gefühlt? Ich weiß noch, der war 15, als er ausgezogen ist. Und das ging alles sehr plötzlich. Also das war stand fest und auf einmal hat er dann auch schon alle Sachen gepackt und ist dann halt nach Wolfsburg gewechselt. Und die Anfangszeit war besonders schwierig für unsere Mutter. Das ist aber klar. Ja, natürlich hat dann sowas gefehlt in der Familie und auch im Alltag. Aber ich hatte ja noch einen kleinen Bruder, habe dann halt auch viel Zeit mit ihm verbracht. Aber generell war eigentlich unsere Kindheit so, dass sozusagen Julian und der kleine Jascha, die sich immer zusammengepackt haben. Weil wenn ich gegen meinen kleinen Bruder irgendwie gestichelt habe, dann brauchte er einen Schutz. Und so war das dann. Aber es lief alles in alles freundlich ab. Da war jetzt nie, dass man sich groß gestritten hat oder ja, keine Ahnung. Ja. Kam es auch vom Vater? Ich meine, wenn der Vater auch Fußballtrainer ist und auch, ich habe da so ein paar Zeilen gelesen, sowas wie, man will natürlich auch, dass der Vater einen bevorzugt oder irgendwie anders behandelt, wenn der Sohn ist. Auch nicht benachteiligt. Ne? Das kann ja auch in die andere Seite, in die andere Richtung ausschlagen. War das komisch oder war das okay? Einen Sport auch über den Vater kennenzulernen? Oder ich war es ja nicht anders gewohnt. Also ich bin ja, seitdem ich klein war, war ja Papa auch schon im Fußball aktiv als Spieler, da im Heimatverein noch. Und als er dann Julian, seitdem er kleines trainiert hat mit seinem besten Freund, war das dann natürlich schon für ihn gut, so eine Bezugsperson zu haben. Aber unser Vater hat ihn jetzt nie benachteiligt, aber auch nicht bevorzugt. Also wenn's um Fußball ging, dann war er der Trainer und nicht der Vater. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann war er natürlich wieder der Papa. Und von daher haben die da eigentlich alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, auch halt spannend, dass das halt so die Konstellation ist, dass der Vater einem seit Julian Kleines trainiert und bis hin zum Wechsel nach Wolfsburg. Mich interessiert es gerade, wie war dein Gefühl, also das erste Mal als Zuschauer in so einem großen Stadion warst und dein Bruder aufs Feld gelaufen kam? Was war das für ein Gefühl? Das war, wenn ich mich erinnere, in Hamburg. Da spielte er schon bei Leverkusen und ja, weil ich Hamburg generell nicht mochte, schon seit ich klein war, war es dann halt auch noch ein besonderes Spiel als Bremer halt. Und ich wusste vor dem Spiel auch gar nicht, dass er eingewechselt wurde. Irgendwann sieht man ihn halt nur vom Aufwärmen zur Trainerbank laufen und denkt so, okay, kommt der jetzt rein? Und ja, wenn du das erste Mal dann übers ganze Stadion hörst den Namen, dann ist das schon was Besonderes. So klar, jetzt hat man das, weiß was ich, 100 Mal gehört und dann staunt man halt nicht mehr so sehr. Aber das erste Mal war halt schon besonders und dann, kommen natürlich auch viele Nachrichten hinzu und ist aber alles normal. Also Gänsehautmomente? Ich krieg selten Gänsehaut. hatte ich jetzt keine Gänsehaut, aber man ist dann halt voll bei der Sache und denkt an gar nichts anderes erstmal. Und dann sitzen die Eltern links und rechts? Und die Eltern sitzen links und rechts und sind, glaube ich, genauso aufgeregt, sage ich mal. Und Das erste Spiel war gar nicht gegen Hamburg, das war das erste Tor. Musste ich mich verbessern. Kannst du auch einfach nochmal erzählen, das erste Tor? Ach so, das erste Tor, wo er noch 17 war, das war halt gegen den HSV. Und ich weiß noch, da war er am Ball und es war eigentlich noch ziemlich weit weg und schießt und war jetzt eigentlich nicht der beste Schuss, den er hatte. Aber da hatte der Torwart halt einen schlechten Tag und ging da rein und dann war halt die Freude schon mal groß, weil man halt nicht damit rechnet. Schön.
Und wie habt ihr das so, das Brüdersein ausgelebt? Habt ihr eine Konsole zu Hause gehabt? Habt ihr auch virtuell Fußball gespielt? Konsole, glaube ich, seitdem wir klein sind, also alle Konsolen, die es, glaube ich, gibt, sei es PlayStation, Wii, okay, Xbox jetzt keine, so. FIFA, habt ihr das gespielt? FIFA haben wir sehr oft gespielt. Er war halt immer ein bisschen im Konsolenbereich derjenige, der meinetwegen ein bisschen besser war oder meinetwegen mehr Zeit investiert hat. Bis heute spielen wir eigentlich noch zusammen und das ist halt so, was ein Junge halt in seiner Freizeit macht. Sorry, vielleicht eine komische Frage, aber kann man ihn als Spieler auswählen? Ja. Okay. Also nimmst du ihn, wenn du spielst? Oder faulst du ihn gerne mal? Nein, so extrem jetzt nicht. Ich spiele jetzt auch nicht so oft FIFA, aber natürlich hat man am Anfang, wo das dann neu war und wo er dann zum ersten Mal Spieler im FIFA war, hat man den dann mal gespielt. Gut, er war jetzt nicht der Beste und hat direkt gemerkt, gut, das lässt du lieber, um da jetzt wirklich zu gewinnen. Aber ich glaube, Stand jetzt kann man eigentlich schon häufiger mit ihm als Spieler bei FIFA spielen. Gefault habe ich ihn da jetzt im Spiel jetzt nicht. Aber ich glaube, er hat sich selber tatsächlich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, er hat sich auch schon einmal gespielt. Und Das ist doch auch, ich meine, man hat jahrelang und sitzt da vor und spielt irgendwie so ein Spiel, dann gibt es immer jedes Jahr eine neue Version oder wie auch immer, und plötzlich ist der eigene Bruder ein Videospiel. Das ist, ja, man, ich glaube, man nimmt das aber nicht so krass wahr, weil man halt das Ganze drumherum schon erlebt und dann ist das so eine logische Schlussfolgerung und dann führt das eine zu dem anderen und dann, ja. Habt ihr euch um Essen gekloppt? Gekloppt? So gab es Futterneigungen? Esst ihr viel? Habt ihr mal extra Ich glaube, er war derjenige, der immer fast doppelt so viel gegessen hat wie ich. Zum Essen war er immer gut, auch früher. Da gab es immer zwischen den zwischen den Turnieren immer eine Bratwurst anstatt irgendwas anderes. Und genau das brauchte er nämlich auch, um gut zu kicken. Und gekloppt haben wir uns jetzt nie. Natürlich hatten wir, wo wir noch zusammen gewohnt haben in Bremen, hatten wir aber kleine Streitereien, wo uns offen... Ich meine nicht mit Kloppen, also das ist nur, also ich wörtlich gemeint, dass wir dann die Faust ausgepackt haben. Ja, haben wir aber auch gemacht zum Teil. Aber das ist normal als Brüder, dass man sich ein bisschen kloppt oder meinetwegen ein bisschen wrestelt. Das ist dann eher ein bisschen Spaß noch. Macht er heute noch mit meinem kleinen Bruder auf dem Bett ein bisschen wresteln und das ist dann alles Show. Und, beim Wrestling, ne? Ja, ja, eben. Ja. So, und dann laufen die da ein mit der Einlaufmusik und der kleine Bruder hat jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt und hat sich dann halt so einen Champion-Titel gewünscht und den will er dann in seinem Zimmer aufhängen und dann, Ich kenne das, Hulk Hogan. Oh, ja, wir haben auch viel WWE geguckt früher vom Fernsehen, das war dann halt immer erst abends, haben uns halt immer wieder runtergeschlichen, weil wir halt eigentlich ins Bett sollten. Da waren wir noch sehr klein. Aber, ja. Musik? Gibt es einen Song, den du mit deinem Bruder verbindest? Ein Song gibt's jetzt nicht. Es gibt auch keinen Sänger oder keine Band. Wir hören dieselbe Musik. Wir hören eigentlich viel, also sei es Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch, auch manchmal Brasilianisch, wenn es eher ruhiger abgeht. Und von daher Portugiesisch meine ich. Alles gut, aber wie kommt es zur europäischen Musik? Gibt es da irgendwie so, haben eure Eltern sowas wie gehört, dass ihr dann auch... Nö, also bei uns ist das generell so, wenn wir jetzt zum Beispiel Spanisch oder Französisch hören, dann oft weiß man ja natürlich nicht, worum es jetzt geht am Anfang. Außer man kann die Sprache und oder man liest sich mal die Lyrics durch oder die Bedeutung, aber meistens ist es einfach so die Musik an sich, die einem einfach gute Laune macht. Und da sind wir halt ziemlich gleich und gleichen Geschmack. Bei deinem Bruder war das ja, also junger, sehr, sehr, sehr erfolgreicher Spieler und dann geht die Karriere erstmal steil nach oben. Und dann gibt es ja auch mal einen Moment, wo das mal kurz stagniert. Wie hast du das empfunden oder hast du das mitbekommen, wie er das empfunden hat? War das schwer? War das normal? Weil er weiter an sich glaubt? Oder?
Ich glaube, was er mittlerweile oder auch schon seit langem verstanden hat oder auch erlebt hat, ist, dass wenn du einen Lauf hast, wirst du gehypt. Und wenn du mal schlecht spielst, dann geht's halt genauso schnell wieder runter. Und das muss er jetzt auch nicht gut finden. Und ich glaube, der findet das jetzt auch nicht gut. Aber ja, diesen Hype um den Spieler, den mag er nicht. Und da war er, guckt drüber weg und macht einfach sein Ding weiter. Und ja, wenn er mal gerade ein Tief hat, dann versucht er da auch wieder rauszukommen. Aber ist jetzt nie derjenige, der sich da drin irgendwie ja, festbeißt oder keine Ahnung. Ja. Aber denkst du, dass das eine besondere Herausforderung ist? Weil er ist ja nicht sehr alt, ne? Also ich meine, du bist ja noch jünger als er. Und wenn man sowas erlebt, also es ist ja schon, da sitzen tausende von Menschen, die schreien deinen Namen oder was auch. Also es muss ja schon, und dann auch dieser Druck, also du musst ja auch gut sein und Leistung bringen. Ja klar, du musst mit dem Druck erstmal umgehen können, sonst hast du... Hat er da irgendwas? Macht er was in der Freizeit, meditieren oder ähnliches? Also es kann ja sein. Also letztendlich, so blöd, wie sich das aber auch anhört, ist, der spielt einfach PlayStation, um sich abzulenken. Oder in der Freizeit ist halt Fußball selten Thema. Das ist jetzt nicht so, dass er mit seinen Freunden viel über Fußball redet, ein bisschen. Aber sobald man ihn in der Freizeit erwischt und über andere Themen redet, ist es eigentlich immer für ihn ganz positiv. Halt Ablenkung, weil der hat in der Woche und am Wochenende genug Fußball um sich. Und da muss er sich einfach ablenken, um den Druck, sag ich jetzt mal, standzuhalten. Er kann damit aber auch gut umgehen und ja. So wirkt er auch. Also ich habe mir ein bisschen was angeschaut, sehr solide und sehr unbeeindruckt. So ein bisschen. Ja, er ist halt sehr, sehr offen und ehrlich. Und wenn ihm was nicht passt, ist das eigentlich auch so, dass er es direkt sagt und nie da jetzt eine große Show abzieht oder vor irgendjemand. Ja, er ist halt auch, das wirkt sich halt auch auf den Fußball hinaus. Er ist halt ein Bauchspieler, also den musst du auf den Platz stellen und sagen, mach einfach. Und dann brauchst du ein bisschen sagen, hier so und so, dann weiß er, okay, und spielt halt einfach sein Ding. Und ich glaube, das ist halt auch so das, was ihn auszeichnet, dass er einfach... ja, den Druck standhält und locker aus dem Bauch spielt und so ist eigentlich seine Form, indem er halt seine Leistung gut abliefert. Nenn mir eine Eigenschaft an ihm, die dich total nervt. Du denkst so, boah, ey, noch einmal und dann... Boah, da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Ist doch gut. Ja. Irgendwas, was du total, also was du wirklich richtig, richtig toll findest oder denkst so, wow. Also genervt ist es, ja, genervt, das heißt genervt, aber was ich toll finde. Was ich toll finde, ist, dass er... Solange bist du was Negatives, so, ja, ist doch gut. Also, was ich bewundere, sage ich jetzt mal, ist, dass er halt einfach ehrlich ist zu einem, dass er da jetzt nie irgendwie hinterm Rücken, ich meine, ist ja auch der Bruder, aber trotzdem, dass er halt immer die ehrliche Meinung einem sagt und dass er halt lässig ist, das ist halt auch immer ganz gut, locker und ja. Fährst du mit nach Russland? Es ist, also erstmal muss er dabei sein. Da gehe ich jetzt erstmal von aus, beziehungsweise ich hoffe es einfach mal. Und aber es gab doch eine Ankündigung, oder nicht? Er ist... So, nein, ich rede davon, dass im endgültigen Kader... Der steht am 15. Mai fest, dass er da dabei ist. Okay, aber dann fährt die Mannschaft nach Russland. Dann fahren meiner Meinung nach oder meines Wissens drei wieder nach Hause. Und ja, also wenn er dabei ist und sage ich jetzt einfach mal Viertelfinale oder Halbfinale, dann bin ich mir glaube ich sicher, dass ich mit der Familie mal rüberfahre. Aber ja. Willst du ihm irgendeinen Wunsch mit auf den Weg geben? Ein Wunsch, also generell wünsche ich ihm eigentlich, dass er sich nicht verletzt. Das ist eigentlich immer so das Wichtigste. Also, dass er gesund bleibt, weil wenn du dich im Fußball verletzt, dann bist du mal eben schnell raus, sage ich jetzt mal. Das geht ganz schnell. Und ja, Gesundheit ist erstmal alles. Und dass er da auch ja ein bisschen was mitnimmt, egal ob er spielt, wie oft, wie lange, dass er für sich da was mitnimmt und ja, dass er einfach Spaß an der Sache hat und da
sich nicht irgendwo zu zwingt oder keine Ahnung. Hast du einen Spitznamen für ihn? Für ihn? Also ich nenne ihn entweder Julian oder Juli. Viele, glaube ich, nennen ihn Jule. Ich glaube, das habe ich auch noch niemand genommen. Und wenn ich ihn Jule nenne, dann guckt er mich auch nicht so freundlich an. Also keiner aus der Familie nennt ihn Jule, aber ich glaube, das ist in Wolfsburg entstanden. Und dann wurde das in Leverkusen übernommen und seitdem ist er manchmal Jule. Vor allem bei den Fans, oder? Mittlerweile auch bei den Fans, ja. Also Jule. Ich finde es ein komischer Name. Ein Spitznamen hat er tatsächlich, das wäre noch Skipper. Okay. Skipper von dem Pinguin. Er ist Skipper, der Vater ist Kowalski, der Kleine ist Private und ich bin Rico. Bisschen auch so von den Charakterzügen haben wir das bisschen übernommen. Ich glaube, das hat Julian erfunden. Aber ich glaube, Skipper so da der Anführer ist und der Coole, sag ich jetzt mal. Und dann wusstet ihr, ob die anderen Ja, manchmal ist das dann über WhatsApp, Skipper, wie geht's? Oder, keine Ahnung, Kowalski, wann kommst du mal wieder nach Hause? Oder, also das ist schon, das sind schon unsere Spitznamen, die jetzt so seit langem... Habt ihr regelmäßigen Kontakt? Also täglich alle 2 Tage? Oder gibt's also auch wir, noch Wochen, wo ihr gar nicht miteinander spricht? Also wir schreiben eigentlich nie jetzt so einen ganzen Tag so... konstant auf WhatsApp oder also wir FaceTime sogar ab und zu mal. Dann geht's aber jetzt nicht um irgendwelche speziellen Themen, sondern einfach nur mal kurz voneinander hören. Meistens, ob man gerade irgendwie nichts zu tun hat und irgendwie online kommt. Sonst fahre ich halt zu den Heimspielen immerhin. Auswärts, je nachdem, wo es halt ist und wo es für mich halt vom Weg passt. Und sonst sehen wir uns halt bei ihm dann in der Wohnung in Köln und verbringen dann da Zeit. Oder sei es, ich habe Ferien und dann fahre ich dorthin und mitten in der Woche machen wir was nach dem Training, vor dem Training. Und das ist dann auch halt gut für ihn, dass er auch ein bisschen was zu tun hat, ein bisschen rauskommt, weil er ja alleine wohnt. Und ich glaube, das tut sowohl als ihm gut, als auch mir. Hast du das Gefühl, dass er durch den Fußball was verpasst oder dass er da Prioritäten setzen muss? Oder glaubst du, er kann schon frei leben? Nee, absolut nicht. Also ich meine, Prioritäten hast du in dem Sinne, dass du erstmal nicht die Freiräume hast, dass du beispielsweise wie ich jetzt am Wochenende weggehen kannst mit Freunden. So, das hat er sehr selten, dass man da gesagt bekommen hat, du darfst jetzt mal feiern gehen. Und selbst da muss er dann halt aufpassen, hat seine Grenzen, weil er halt gerade in der Öffentlichkeit steht und das ist so der Unterschied zwischen uns beiden, dass ich da ein bisschen lockerer bin und er sozusagen darauf auch seit seiner Jugend, ich sag mal, verzichten muss. Aber ich glaube, so in seiner Position nimmt er das gerne in Kauf. Das macht er gerne. Ja, glaube ich schon. Ah. Ich glaube nicht, dass er da jetzt etwas nachtrauert oder sonstiges. Cool. Bruder Herz, ich bin stolz auf dich. Seh zu, dass du Spaß am Fußball hast, dass du genau so weitermachst, wie du das bisher machst und dass du alles mitnimmst, was du da siehst und erlebst und dass du vielleicht sogar deinen ersten Weltmeistertitel einholst.